Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist schon wieder Freitag, deshalb gibt es heute ein neues Video. Und zwar habe ich ja letztes Mal im Freien gefilmt und ich war überrascht, wie leicht mir das gefallen ist, das Filmen. Und wenn ich daheim im Büro sitze, dann brauche ich ein Skript und dass ich auch nichts vergesse und dann 100 Mal geschnitten und das Ergebnis ist dann, naja, okay, kann man sich anschauen, aber ich finde so im Freien, da kann man, also mir geht es so. Irgendwie kann ich da viel freier reden. Das ist ja, freie Rede im Freien, ne? Kann man sich frei äußern. Ja, letztes Mal habe ich in Untertraubenbach gefilmt, wie es jemand in den Kommentaren richtig erkannt hat. Und da kommen wir zum ersten Thema. Also Kommentare sind, habe ich vernachlässigt. Ganz ehrlich, ich selbst bin jetzt nicht der Kommentarschreiber. Ich ganz, ganz selten, dass ich was kommentiere. Und es ist eigentlich schade, man sollte eigentlich das demjenigen, dem man jetzt ein Video angeschaut hat, das einem gefällt, das einem weitergeholfen hat oder das einfach lustig war oder einfach informativ oder was weiß ich, irgendwie positiv, dann sollte man das kommentieren und dem das wissen lassen. Ich meine, was weiß ich, ein YouTuber, der aber 3 Millionen Abonnenten hat oder so, da ist, nee, da fällt das nicht weiter auf, aber. So jetzt, wenn es halt Sinn macht und wenn mir was gefällt und dann sollte man das schon kundtun. Das werde ich bei mir, also ich selber mir anwenden und auch die Leute, die bei mir Kommentare hinterlassen, das darauf reagieren und antworten. Das werde ich auch, ist die Kamera eingesteckt, das Mikrofon. Das auf jeden Fall werde ich mir ernster nehmen. Das heißt, ernst nehmen, ich werde es honorieren, wenn jemand Kommentare schreibt und auch entsprechend antworten, solange es kein beleidigender Schmarrn ist, was ich glaube ich so ganz, ganz selten habe. Ja, Eiszeit, es ist sehr schön. Man kann draußen sitzen und es ist nicht warm. Es ist, ich glaube, 13 Grad hat es heute. Das Eis schmilzt nicht. Ich halte es jetzt schon, das ist schon die zweite Aufnahme heute. Ich halte schon eine Zeile in der Hand und schmilzt nichts. Also, zweite Aufnahme für dieses Video, nicht das zweite Video an sich. Video an sich. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich bin hier am Flugplatz. Also, das mit dem Fliegen, das ist schon eines meiner Lieblingshobbys. Und was ich da festgestellt habe, es hat Angst und Aufregung ist da. Hauptbestandteil des Hobbys. Wenn man dann einen neuen Flieger hat oder so, dann das erste Mal hat man riesen Angst, man scheißt sich ein, bis man das einigermaßen beherrscht, das Flugzeug. Und weil wenn man abstürzt, dann ist es immer ärgerlich. Es ist was kaputt. Bei meinem Flieger ist jetzt finanziell kein großer Schaden, aber es ist halt ärgerlich. Er fliegt meistens dann nicht mehr so gut und man muss reparieren und sich das Gespott von den Kameraden anhören. Aber diese Angst, die ist auch wieder irgendwie, wenn man dann erfolgreich gelandet ist, ist es wieder positiv. Man freut sich drauf. Und Angst und Freude, das ist irgendwie das gleiche Gefühl. Oder Aufregung im positiven Sinne. Dass man halt aufgeregt ist. Das ist irgendwie ganz, ganz krass, was mit meiner Spinnenphobie. Das war, oder ich weiß nicht, ob es eine Phobie war, auf jeden Fall, ich habe die Viecher früher nie, nie, nie. Ansehen, gerade noch, aber anfassen, keine Chance, nichts. Also sogar die kleinen, die Springspinnen da, die, ne, Spinne und das war zu viel. Wie ich dann das hinter mir gehabt habe, die Angst quasi, dann ist das Gefühl, bleibt zwar das gleiche, aber man interpretiert es anders. Man ist dann nicht mehr, hat keine Angst mehr, sondern das ist irgendwie ein Adrenalinschub und das macht Spaß dann. Also es ist. Die Angst wandelt sich in Aufregung, in positive Aufregung. Aufregung ist irgendwie nicht jetzt das richtige Wort, aber in positive Aufregung. Ja, das war's jetzt schon wieder für dieses Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesem Format, von so nicht pauschal, sondern spontanen Videos im Freien. Nicht immer im geskriptet, im Büro mit Spiegelreflex, sondern hier ist jetzt das iPhone. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann bis zum nächsten Mal.
Sehe.